Aber es sieht ganz schön aus. Willst du mal gucken, Merle? Da? Want to have a look? Komm her. Okay. Wir wollen heute über Insert sprechen, über euren Film. Wie habt ihr beiden denn zusammengefunden? Als Regie, Kamera, du? Ja, es war auf jeden Fall der erste Tag vom Studium, dass wir uns getroffen haben. Und da haben wir uns dann gegenseitig in der Aula Ausschnitte gezeigt aus den Filmen, die wir vorher gemacht haben, bevor wir an die KM gekommen sind. Da hat Beryl einen Ausschnitt aus ihrem Film The Cut gezeigt, den sie an der Filmschule in Uganda gemacht hatte. Da hatte sie studiert, bevor sie nach Köln gekommen ist. Und das ist eben ein Film über das Ritual der Beschneidung in der Region, aus der sie kommt. Also sowas hatte ich wirklich noch nie gesehen, dass jemand, oder also dass Beryl den Mut hat, so dahin zurückzugehen, wo ich vermutet habe damals, wir hatten da noch nicht drüber gesprochen, aber ich habe das vermutet, dass sie das selbst erlebt hat und dass sie die Kamera nimmt und dahin geht und hinguckt. Und genau, also danach habe ich ihr dann gesagt, wenn sie irgendwie jemanden oder Hilfe braucht, Unterstützung braucht bei ihrer Arbeit, würde ich das total gerne machen. Und so haben wir angefangen. In diesem Film war ich ein Hauptprotagonist sozusagen und auch Regie. Und manchmal wusste ich nicht, wie soll ich diese Rolle trennen zwischen Protagonist und Regisseur. Regisseur möchte den Film erzählen, möchte die Geschichte über Beschneidung erzählen. Aber die Protagonistin manchmal möchte das nicht. Über meine einige Erfahrungen zu reden war schwierig für mich. So dann die zwei Rolle hat manchmal war in Konflikt. Sometimes I feel like just giving up with all these projects. I don't even know why I'm hurting myself going through all these problems. I don't think they're going to end. Sometimes I say, why can't I be other like African women? Why can't I shut up my mouth and just live my life like other women do? I don't know why. I can't shut up. Für mich das war sehr schön, mit anderen Frauen über Beschneidung zu reden, über meine einige Erfahrungen mit den anderen Frauen, um zu tauschen, weil ich habe auch viel gelernt. Ich habe gesagt, oh, ich bin nicht alleine, ich bin nicht wirklich dieses Gefühl mit Trauma, bin ich nicht alleine. You made a decision to go through this OP. Mm-hmm. And then why do you want to be anonymous? Because of my family. You know, going through the operation doesn't mean that you are willing to speak about it. Yeah, you know, I really never talked about FGM that I went through it. Mm-hmm. So you were living with it for almost 20 years, yeah? Yeah, okay. Actually. I grew up hating what I did, hating that day, hating everyone who said I should go for it. And I really hated myself. Ah, shit. I have to go. Ich erinnere das so, dass du ja aufgestanden bist aus dem Gespräch und ich habe die Kamera auch noch ganz lange laufen gelassen, weil ich gehofft habe, dass Beryl einfach jetzt mal frische Luft schnappt und dann wieder zurückkommt. Weil es war natürlich auch für die Frau, also wir waren alle so ein bisschen, wussten nicht, was wir jetzt tun sollen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe mal nach Beryl sehen und bin aufgestanden und nach nebenan gegangen und
habe dann ja gesehen, dass es Beryl nicht gut ging. Und das Erste, was du gemacht hast, war mir deine Kamera, diese kleine Videokamera in die Hand drücken und sagen, so jetzt, film mich. Julia kam, habe ich die Kamera gegeben, weiß es nicht warum, aber ich habe gedacht, vielleicht sie kann mich Fragen stellen, warum hast du den Interviewraum verlassen oder gehst du zurück oder sowas. Ich habe es aber eigentlich in der Situation auch ein bisschen so wie so einen Schutzmechanismus gesehen, so dieses, ich will, eigentlich will ich gar nicht, dass das hier, also es ist so, ich will diese Situation nicht zu intim werden lassen, weil die Kamera ist ja immer noch wie so ein drittes Auge, was das aufbricht, wenn du unter zwei Augen, vier Augen sprichst. Es ist ja auch eine totale Verantwortung, so eine Reise zu machen. Das ging mir ganz oft so in der Zeit, auch als du so viele Zweifel hast und nicht wusstest, wie weiter. Da musste ich immer überlegen, wie viel Druck übe ich überhaupt aus. Also einerseits war es wichtig, glaube ich, dir mal zu sagen, komm, wir machen weiter, wir geben nicht auf. Und gleichzeitig war immer die Frage, ist denn das der richtige Weg? Und vor allen Dingen dann bei der OP, da ging es mir auch so, dass ich dachte, für den Film ist es super. Es ist genau das Happy Ending, was wir alle hören wollen, ja. Aber ist es das, was Beryl wirklich gut tut? Ist es das, was irgendwie wirklich eine Lösung bietet? Oder wird dir das auch einfach nur so verkauft? Ich habe immer gefragt, warum mag ich das wirklich? Von wem? Why did you decide to do this? To go through the operation. Through the operation? Mm. I was giving myself a gift. I was now restoring my dignity because the tribe took it away from me. Now I have restored it. Mm. Now I feel whole. Yeah.